the seventh plague, hail. Okay. Siebte Plage, Hagel. Schauen wir doch mal. Okay, die Flasche können wir nicht nehmen. So, was hat denn unsere Schwester hier zu sagen? Okay, du fährst hier ein bisschen Schlittschuh und... Oh, okay, okay. Was müssen wir jetzt hier machen? Müssen wir Steine im Weg legen? Oh, oh ja, oh ja, okay. Okay, alles klar. Scheinbar müssen wir irgendwie Baumstämme frei bekommen aus dem Eis. Ja, probieren wir es doch mal. Jawohl. So, den nehmen wir mal da an. Vielleicht wird's was. Auch nicht. Na, sag mal. Hier auch nicht. Vielleicht sollen wir tauschen. Macht das einen Unterschied zwischen dem grauen und dem goldenen Stein? Ja, genau. Okay, alles klar. Der goldene geht... Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar. Gut, der graue geht nach links, der goldene geht nach rechts. Das hätte man ja wissen können. Also die Rätsel sind schon echt knackig hier bei diesem Spiel diesmal. Oh, fast. Na doch, hat gereicht. Jawohl. So, jetzt sind alle frei. Und Fisch... Okay. Hey, Fisch. Können wir jetzt irgendwas machen? Fisch! Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Was ist weitergegangen? Oh, okay. Was ist jetzt los? Ach, okay. Unser kleiner Bruder. Im Eis eingefroren. Okay. Da können wir scheinbar erstmal gar nichts machen. Nur er hat... Ich richtig sehe, hat er hier einen Schlüssel umgehangen. Also wir müssen ihn irgendwie scheinbar aus dem Eis befreien. Ja, also wie gesagt, hier mit der Flasche kann ich erstmal noch gar nichts anfangen. Oh. Ein Schal. Wie schön. Den nehmen wir mit. Das. Ah, okay. Ach, alles klar. Gut, wir haben jetzt hier anscheinend wieder so eine Art Froschschieberätsel, wie wir es halt schon mal hatten. Und wir müssen wahrscheinlich halt so ein bisschen mühlemäßig spielen. Okay, probieren wir es. Den machen wir dahin. Den dahin. Den dahin. Und du kommst dahin. Oh. 2, 3. Mit den. So. So, okay. Wie fangen wir an? Na, fangen wir einfach hier an. Nummer 3. Nummer 4. Ja, jetzt hat er mich gemacht. Jetzt hat er mich gemacht. 1, 2, 3, 4. Nee, das wird nix. Das wird nix. Das würde nix. So. So wird's was. Und wir haben hier einen Diamanten. Yay! Und mit dem können wir was machen? Was? Ein Ast. Und einen Schneemann. Können wir den Schneemann das umsetzen? Ja! Okay, alles klar. Wir müssen einen Schneemann anscheinend hier zusammen basteln. Können wir das noch nehmen? Nein, kann man nicht. Okay, dann gehen wir mal hoch.
Ja, was ist das hier? Schneemann bauen. Ist das die Schneekugel hier? Okay, Schneekugel müssen wir 3 Diamanten anscheinend einsetzen. Und dann zu dem Altarhaus bringen und dann bekommen wir den Kubus anscheinend. Okay, alles klar, dann probieren wir das mal. So, hier können wir den hier einsetzen. Ah, und hier ist eine weiter. Kraftvolle Schneekugel. Okay. Was ist das? Können wir die hier benutzen? Ah, okay. Holzkeil. Moment. Können wir die jetzt überall benutzen? Erdbeeren. Okay. Oh, oh, oh. Ah, alles klar, alles klar. Oh nein. Ein Arm. Okay, alles klar. Okay. Gut, dann sorgen wir nochmal dafür, dass wir hier alles zusammenbekommen. So. Können wir hier was drauf fallen lassen? Aha. Kleine Steine. Na, die gehören doch wohl zu unserem kleinen Weihnachtsmann. Das probieren wir doch hier auch gleich mal. Auf die Vase. Was haben wir hier? Eine Kalotte. Eine Mühle. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter schauen. Okay, das funktioniert anscheinend nicht so. Aha. Ah. Oh, bitte nicht. Gehst du noch eine weiter? Oh. Oh, ich hoffe, es funktioniert nicht. Oh nein. Ach, sorry, Square Nuggle. Oh, so. Oh, der Bitter. Okay, wir haben das Fell und wir haben... Was haben wir überhaupt bekommen? Pistazien. Na toll. Was das wert? Was das wert? Okay, hier haben wir noch eine Vase. 2 Knöpfe. Na, wenn das nicht ein paar super Augen wären. Horn einer Kuh. Okay, gut, wir haben die beiden Hörner. Daraus können wir super Trinkhörner bauen. Irgendwann mal. Gehen wir mal hier gucken. Okay. Oh, Ast Nummer 2. Kommen wir hier noch irgendwas drin? Schau mal an. Ein Hammer. Das ist ja wunderbar. Den nehmen wir natürlich mit. Und wir gehen jetzt mal ins Haus. Gérard, du bist wieder am Leben. Fantastisch. Er will, was, willst du ein Eis oder was? Ich kann dir gerne draußen ein bisschen gelbes, schöne Zitroneneis mitbringen. Ein bisschen Limoneneis. Oh. Aha, aha, aha. Warte mal, können wir jetzt hier? Und wir haben Erdbeereis gemacht. Na, das ist ja auch schön. Okay. Oh, nein. Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Okay. Und was will er noch? Zack. Na, küsst du das doch. Bitteschön. Und? Kriegen wir jetzt was von dir? Ah, wir brauchen seinen Hut. Wir brauchen seinen Hut. Tja, dann muss er wohl noch ein Eis in der Hand bekommen. Was haben wir noch? Wir haben Pistazien. No, machen wir noch ein schönes Pistazieneis. Pistazieneis ist wirklich ganz lecker. So, mal eine Kugel. Hurra. Okay, noch ein Horn. Ja, dass Rinderhörner so benutzt werden, ist mir aber auch neu. Aber, komm. Hier ist alles anders auf Paradise Island. Schön, krank jetzt. Super, ich hab deinen Hut. Ja. Mach mal schleckig, schleckige Gérard, ne? So.
Okay. Dann wackeln wir doch mal zurück zum Schneemann. Kann man den schon komplettieren jetzt? Ein Hut. Eine Nase. Oh, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Und nun? Was? Keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Was wird das jetzt hier? Was wird denn das werden? Haben wir irgendwie eine Art Code gefunden, wo wir jetzt sagen, hey? Komme ich jetzt gerade echt nicht irgendwie drauf. So, warte mal, wir gehen mal ganz kurz zu unserem kleinen Bruder. Aber da würde ich ganz gerne mal kurz mit dem Keil hier probieren. Mit dem Hammer. Kann ich erstmal hier mit dem Hammer ihn hier rausprügeln? Nee, kann ich nicht. Kann ich den Keil. Jawohl. Oh, nice. Okay, das müssen wir jetzt anscheinend ein paar Mal wiederholen. Sup. Sup. Und gib ihm. Okay. Oh, echt jetzt? Also es ist doch okay. Man weiß ja, was ihr meint, dass man muss es doch jetzt hier nicht achtmal wiederholen. Was für ein Quatsch. Und nun? Na, Kumpel? Kalt? Nein. Gib den Schlüssel bloß her, Alter. It's pretty cold in paradise. Ja. Ja. Dieses Bild lasse ich so stehen. Ja, muss man sich nicht wundern, wenn kalt ist. Alles klar. Cool. Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Wofür? Einen Schlüssel, wofür? Wofür einen Schlüssel? Wir haben noch ein Stück. Was sollen wir jetzt hier machen? Was ist Quatsch hier? Ja, wenn ihr jetzt hier gerade ein System seht, liebe Leute, lasst mich bitte wissen, indem ihr es in die Kommentare schreibt. Ich bin hier gerade mal wirklich recht ratlos. Bei der Schlitterbahn war da noch irgendwas? Irgendwie. Also wir brauchen ja eine Art Code. Ja, schlicht und ergreifend eine Art Code. Was soll der Fisch? Soll man die Fische rausholen? Kann ich Fisch hier noch rausholen? Die Flöcke hier alle drin dremmeln? Nee, kann man auch nicht. Ist aber auch ein kleines Beast. Ja, aber selbst hier erkenne ich keinen Code für den Schneemann. Bei den anderen Sachen war es alles noch so halbwegs nachvollziehbar oder halt irgendwie, man ist sehr schnell, also ich bin halt sehr schnell drauf gekommen. Und ihr wahrscheinlich auch. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Aber jetzt bei dem Schneemann. Okay, also wir probieren es mal nochmal. Okay, alles klar. Du musstest halt wirklich immer die Hand berühren, in die die Karotte gezeigt hat. Und wir haben zwei Hände. Omi! Na? Omi war im Schneemann versteckt. Was macht man nicht? Oh, okay, Oma hat den Diamanten verschluckt. Na gut. Besten Dank. Dann gehen wir mal hoch und fügen hier den dritten Diamanten ein. Aber wir müssen natürlich die Uhr noch aufstellen.
Und jetzt hat unsere Schneekugel die Power von 3 Diamanten. Mächtige Schneekugel. Cool. Tja, dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben eigentlich alles erfüllt. Wir haben den Schneemann gemacht, wir haben die Schneekugel mit 3 Diamanten. Also, let's go to the altar. Zack. Oh, da hätte ich jetzt aber wirklich ein bisschen auf den Schlauch gestanden, aber den blöden Schneemann. Mann, Mann, Mann. Sorry. So, okay. Muss ich jetzt... Oh! Okay, ich muss niederreißen. Reiß ihn nieder! Aha, okay. Jetzt erübrigt sich auch die Frage, wofür der Schlüssel ist. Hallo, Coop. Familie. Don't. Take me instead. Ja, und unsere Mutter hat sich für uns ja auch entschieden. Tja. Okay. Kubus rein. Und versenkt das Ding. Und damit haben wir auch die 7. Plage beseitigt und jetzt kommen wohl ein paar Heuschrecken auf uns zu.